Event hier live aus Bad First und ja, es regnet leichter Regen. Ja, es ist einfach nur ein Witz, ganz ehrlich. Also, ja, hier noch am Mittag, diesmal ist es ja wirklich 12 Uhr direkt. Heute Abend werden dann eben die Autos nicht mehr im realen Leben, heute Abend, sondern halt eben auch hier auf der Rennstrecke zum Laufen gebracht. Wir haben ja 18 Uhr Qualifying, dann direkt darauf 19 Uhr Rennstart. Ja, mal gucken. Benicelli kann ja endlich den Rekord von Jano Koch aus dem Summer Cup 2018. Ja, ne? Hier, ne? Gleichstellen, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Einstellen, so heißt es, genau. Und wenn er das mal schafft, ne, dann eventuell nächste Woche, ne, wirklich sich diesen Rekord alleine holen. Da bin ich gespannt. Und ja, schafft er eben die 100% in einem Win. Das wäre echt heftig, sage ich mal. Und dann haben wir eine Saison, die unschlagbar ist, ne, quasi. Aber gut. Ja, an sich, Bad First. Hier sehen wir uns auch schon, diese Mount Panorama ist auf jeden Fall da. Und ja, hier sehen wir eben die mit den gefährlichsten Part dieser Strecke. Nämlich hier oben in diesem Gestängel. Da sind die Mauern recht nah. Das heißt, wenn du dich da einmal irgendwie anhaust und da quer stehst, dann haben alle anderen ein Problem und du selber auch. Da kann es dann auch schon sehr heftig an Unfällen kommen. Heute ist eigentlich nicht so viel zu besprechen, außer dass morgen, ne, dem Pre-Event für den ersten Test-Event auch kommt, ne, Snowshow. Wir reisen dann auch direkt ab nach Snetterton. Und da bitte ich euch, ne, das Pre-Event auf der Homepage zu downloaden. Das wäre recht interessant. Jetzt erstmal eine Runde hier auf Bad First und mal gucken. Wer die Strecke nicht mehr weiß, ne, der wird sie jetzt erfahren. Wir gucken mal rein. So, wir kommen von der Runde hier noch am Mittag. Diesmal ist es wirklich Mittag, ja. Heute Abend sind wir das Rennen auch noch auf der Strecke, deswegen sind wir nicht irgendwie 8 Uhr, sondern eher mittags um 1. So, Kurve 1 ist regnet, ja, mal wieder, also das ist echt, Formel 1 Meisterschaft mit dem Namen übertreffen. So, Bad First, ja, lange gerade nach der ersten Kurve. Und wir haben mit dem Windschattenwölle sehen, im Regen habe ich etwas weniger. Hier nochmal über den Hügel drüber und dann umbremsen. Jetzt kommt Bad First, was Bad First hat, wie heißt es nämlich hier. Schön reinbremsen. So. Sieht aus, da kann man leicht rauskommen, dann schon gegen die Wand fahren. Aber jetzt heißt es aufgepasst. Das kann wirklich klappen. So. KMA-Anzeige nebenbei, das ist MPH diesmal. Hier wirklich eine Mount Panorama im Berg. Hier wird auch was der Regen. Wir sind jetzt erstmal mit Regen unterwegs. Der Regen nimmt natürlich auch einiges raus. Hier rein. Da wird es dann nämlich im Rennen nicht scheppern, wenn gerade zwei Leute kämpfen. Nach dem Start. Hoffentlich nicht. Kleine Stadt, die gerade hier in Bad First zum 10. und zum 30. Rennen. So,
Ja, wir schauen mal auf die Wertung. Oh, der kann ja auch sich seine Vizemeisterschaft holen. Seine sechste wäre das schon, glaube ich. Wenn nicht sogar die siebte, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sechste, siebte, irgendwo da müsste er aktuell stehen. So, da haben wir Bennett vorne, der ist ja schon gegessen. Seit letztem Mal sind eben, ja, ne? JPW muss er ja auskommen, wobei der auch das letzte Mal leider teilnehmen wird in diesem Jahr. Also der wird dann bloß bei den Test-Events teilnehmen und die zählen ja nicht öffentlich, ne? Deswegen. Gut, dann haben wir Stommel, gut, der, ne, muss er dem, oder kann halt eben dann noch da angreifen, aber da muss, ja, sind ja Leute ganz schön outscoren, wie schon gesagt, rein rechnerisch ist es möglich. Dann Adam, der ist da recht gut und der wird aber wahrscheinlich auch bleiben. Hinter Cruiser gegen Daniel vielleicht noch und der auch Flömer. Und so weiter. Teamwertung wird heute vermutlich auch entschieden, denn das ist einfach ein viel zu großer Abstand eigentlich, ne, inzwischen. Also, ja, ich bin mir da sicher, dass das nichts wird. Ist aber nicht so schlimm, denn gut, ne, wenn man einen Bennis hat, der alle Rennen gewinnt, dann ist es eigentlich mehr als klar. Dahinter eigentlich auch, fast alles klar, wobei ich sehe gerade Puma und Audi A2 sind Punkte gleich. Okay, aber selbst da Puma ist ja nicht mehr mit dabei, also Puma Racing Team, ne, wird 0 Punkte holen. Deswegen ist halt so ein bisschen langweilig, klar, schade, aber gut, nächstes Jahr, meine Freunde, da gibt es viele, viele neue Wettbewerbe. Ich freue mich da schon richtig hart drauf, ne? Sei es NASCAR, sei es IndyCar, sei es unsere neue Hot Lap Competition, ne? Das zudem dann nochmal ein externer Livestream, ne? Ob es vor Weihnachten noch kommt oder nach Weihnachten zwischen den Jahren, ist es ja, heißt ja auch immer, bin ich gespannt. Auf jeden Fall darum, Project Cars, eine Hot Lap Competition monatlich. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich schätze mal, dass es aber vielleicht sogar noch vor Weihnachten kommt. Bisschen, ja, mal gucken. Ne? Auf jeden Fall vor Silvester, vor der Jahresrede. Aber gut, jetzt erstmal, ne, viel Spaß heute Abend hier in Bathurst. Ich wünsche euch allen, also allen Frauen wünsche ich viel Erfolg und dann euch viel Spaß beim Zusehen. Das war's live hier aus Bathurst. Musik